Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2, nachdem wir ja letztes Wochenende, obwohl ich es angekündigt hatte, keine Videos dazu gekommen sind, weil ich ja mit dem Preview zum Panzer Corps 2 DLC beschäftigt war. Aber wir beschäftigen uns heute mit Echtzeitstrategiespiel wieder, also mit Steel Division und nicht mit rundenbasierter Strategie. Und wir schauen uns heute aus dem Back to War DLC die dritte Armored Division oder Armored Division Spearhead an, also die dritte US-Panzerdivision. Auch Speerspitze genannt, die wochenlang in der Hedgerow Hell gelitten und heftig um St. Lo gekämpft hatten, brachen während der Operation Cobra schließlich ins freie Gelände aus. Diese Division kann eine überraschende Menge an Panzern in den Kampf bringen, die aus den normalen Schirmen, mittleren Panzern und die schwere gepanzerte Jumbo-Variante bestehen. Ihre Artillerie ist renommiert von den Raketen der Schirmens Calliopes, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, bis die Off-Map-Artillerie und die präzisen Long-Tom 155mm Artilleriegeschützen. Wenn sie aus der Luft angegriffen werden, können P-51 und P-47 Flugzeuge herangezogen werden, um den Himmel darüber über dem Kopf zu verteidigen. Die dritte US-Panzer-Division ist am effektivsten, wenn sie ihre verbundenen Waffen voll ausnutzt. Dadurch ist sie in der Lage, schnell voranzukommen und potenzielle Bedrohungen zu bewältigen. Wir schauen mal rein und stellen die mal automatisch auf und gucken uns da mal an, was wir darin finden. Wir finden ausreichend Aufklärungseinheiten. Das haben wir ja in den letzten Wochen auch schon bei einigen Divisionen, die wir gespielt haben, anders gesehen. Wir haben vor allen Dingen ab Phase B und C auch ausreichend Infanterie. In Phase A, muss man zugeben, ist es noch ein bisschen dünn. Wir haben zwei Offiziere und wir haben die Armed Rifles. Wir gucken uns die mal an. Die haben schon Bazookas. Also wir sind gerade gegen gegnerische gepanzerte Einheiten gut geschützt. Allerdings gegen Infanterie sehen wir schon keine automatischen Waffen dabei. Klar haben wir hier das Halbkettenfahrzeug, aber das wird nicht allzu viel aushalten. Also gegen Infanterie wird es dahingehend schwierig. Da müssen wir auf jeden Fall auf die Shermans ausweichen. Denn zugegebenermaßen gegen gepanzerte Ziele sind die eher mäßig einzusetzen. Wir sehen das hier an der Durchschlagskraft auf den M4A1 von gerade einmal 90mm. Also wenn da eine harte deutsche Panzerdivision uns entgegentritt, kriegen wir Probleme. Wir haben aber auch noch andere Shermans. Hier, wir gucken mal durch. Hier haben wir genau die Shermans mit der langen Kanone. Also dann mit der 76mm Kanone. Die hat schon ein bisschen bessere Durchschlagskraft von 130mm, aber das wird halt auch auf größere Distanzen gegen Tigerpanzer dann schon deutlich schwieriger. Die Jumbos sind zwar besser gepanzert, haben aber selber auch nur die die 75er mit dem 90mm Durchschlagskraft. Also insgesamt Panzer bei dieser Division zwar eine ganze Menge vorhanden, aber ihre Durchschlagswerte lassen halt gegen gepanzerte Ziele durchaus zu wünschen übrig. Dafür müssen wir dann die Tank Destroyer ins Schlachtfeld führen. Also einmal die 76mm Pack, beziehungsweise die, was sind das, Wolverines? Sind das Wolverines? Das sind Wolverines, glaube ich. Die halt mit entsprechenden Durchschlagswerten dann daherkommen. Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser aufgestellt. Luftabwehr, ja, geht so. Artillerie haben wir, was ist das? Sind das Mörser? Ne, das sind Priest-Artillerien. Also M7. Und hier haben wir ein paar mechanisierte Mörser, die sich tatsächlich auch noch selber verteidigen können. Hier haben wir die Longtoms. Die sind natürlich richtig fies. Aber natürlich haben wir bei denen auch das Problem, die brauchen vermutlich eine Weile, um einzuziehen. Und hier haben wir diesen Calliope, der ähnlich der Katyushas halt agieren kann, aber halt auch nur einen davon. Flugzeuge wie angesprochen, ja, aber halt auch überschaubar in ihrer Anzahl. Also insgesamt eine sehr, ich sag mal so, gegen Infanterie aufgrund der Panzer gut aufgestellte Division. Wenn es gegen härtere Ziele geht, müssen wir am Ende mal schauen, wie wir da uns verteidigen.
So, wir sind jetzt hier in einer 1 versus 1 Schlacht gegen eine zufällige Achsen-KI, also Division. Und wir sehen schon die 116. Panzerdivision. Ich bilde mir ein, dass das Panther sind. Das könnte gerade mit unseren Shermans natürlich durchaus schwierig werden. Mittlere KI sollte rein vom Verhalten der KI jetzt kein großes Problem werden. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Ganz normales Standardgefecht, Capture the Flag, kein Nahkampfstart, sondern wir starten am Kartenrand. Und dementsprechend können wir uns hier erstmal in aller Ruhe aufstellen. Wir haben hier diese Aufklärungspanzer, wir haben aber auch die normalen Recon-Einheiten. Das sind keine Sniper, das sind wirklich ganz normale Squads, die wir da reinrufen können. Und wir gucken jetzt mal, wie wir die hier am schlausten aufstellen und vor allen Dingen, wo wir die aufstellen. Ich hätte gerne, was kosten die uns eigentlich? 15, die sind echt günstig. Die sind wirklich günstig. Das heißt, wir können auf breiter Front eigentlich hier die aufstellen. So, ich hätte dich gerne hier. Dich hätte ich gerne hier. So, dann haben wir dich hätte ich gerne. Es ist natürlich hier ein bisschen blöd. Geh erstmal hier hin. Wir gucken mal, wo wir dich am effektivsten hinstellen. Und du gehst mal bitte hier hin. Gut, jetzt haben wir natürlich noch andere Einheiten, die wir hier ins Schlachtfeld führen können. Ich glaube, das ist eher so Infanteriegebiet. Vor allem hier kann man sehr gut mit den Infanteristen arbeiten. Das heißt, wir stellen die mal hier auf. Ihr kriegt noch einen Offizier dazu. Haben wir MGs als Unterstützung? Haben wir nicht, ne? Wir haben hier nur gegen Infanterie Flammenwerfer-Einheiten, Infanterieeinheiten. So, eine Panzerabwehr führe ich gleich mal hier oben ins Feld. Die stellen wir erstmal hier hin. Außerdem natürlich Panzer durch das offene Feld. Und eine weitere Panzerabwehr würde ich gerne hier drüben ins Feld führen. Und die gerne mal dahin. Zusätzlich ein Flammenwerfer und... Okay, geht nur ein Flammenwerfer. Dahin. Die 76mm geht auch dahin. Hier haben wir die Panzer noch, die wir befehligen müssen. Und die fahren bitte mal hier erstmal in Deckung. Die Pack bewegt sich bitte hier oben in den Wald rein. Den Scout haben wir schon befehligt. Hier haben wir jetzt die Infanterie und die geht bitte mal erstmal. Das Blöde ist, geht mal bitte hier hin und dann dahin, weil das Problem ist nämlich, wenn sie hier über die Straße fahren, können sie über das gesamte, über die gesamte Freifläche. Wenn hier ein Scout steht, wird hier alles aufgedeckt und die werden im Zweifelsfall einfach schon rausgeschossen. Also da müssen wir auf jeden Fall das Gelände gut ausnutzen. Ansonsten haben wir dort am Anfang direkt ein Problem. Gut, wir starten die Schlacht. So, der Scout bewegt sich schnell dorthin. Ja, ja, I know shortcut, das ist schön. Du bitte schnell dahin. Okay, alle anderen bewegen sich. Ich weiß zwar nicht, warum die hier nicht auf schnell bewegen gehen, aber okay. Normalerweise machen die das auch. So, Ziel verloren. Hier drüben, direkt hier. Okay. Dann beweg dich mal bitte hier lang. Naja, er scheint hier auf jeden Fall rein zu pushen. So, er lädt sich hier gleich aus. Das ist gut. Geht hier vorne rein. So, wir haben ein Ziel wieder gesichert. Das ist gut. Okay. Noch ist kein direkter Feindkontakt zu sehen.
Und hier nehmen wir ihm auch den Punkt wieder weg. Es steht immer noch 13 zu 11 für ihn. Er hat hier immer noch den Punkt. So, und bitte könnt ihr mal euch schnell bewegen. Meine Herren, ey. Okay, wir haben das Ziel wieder gesichert. Mal gucken, ob wir das linke Ziel auch bekommen. Dann nehmen wir ihm wieder ein paar Punkte weg. Geht du gleich mal hier drüben rein. Ausladen hier auf der Position. Du auch. Du packt am besten auch. Ein bisschen Risiko eingehen. Wir wissen nicht, was hier in den Wäldern steht. So, Ziel verloren hier drüben wieder. So, er geht bitte mal hier vorne ran. Geh erstmal bitte hier hin. So, und wir brauchen auf jeden Fall hier drüben mehr Infanterieunterstützung. Und es geht auch gleich noch ein paar Panzer. So, wo ist der Gegner? So, ihr ladet euch mal bitte aus. Dass die Halbkettenfahrzeuge bleiben witzigerweise bestehen. Die behalten wir, das ist gut. So, die bewegen sich aber mal zurück. Der Scout ist schon am Bewegen. Alle anderen gehen mal auf Feuer erwidern. Okay, da haben wir den ersten Feindkontakt. Wow, 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 wow. Kommt der dann noch weg? Fahr schneller! Wow, das war knapp. So, Enemy spotted. Hier drüben. Okay, hier haben wir auch einen Panzer verloren. Bewegt euch mal zurück. Wer weiß, von wo das jetzt kam. Okay, der geht raus. So, okay. Hier müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir arbeiten. Hier steht auf jeden Fall ein Panther. Waiting for orders. Wir führen die 76 mm mal darunter. Und der Scout geht mal bitte hier hinten lang, hier lang und wieder da lang. Genauso die beiden hier. Gut, wir haben noch einen weiteren Feindkontakt. Wow, 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 wow. Give us a good firing position. We have men down. Scheiße. Reservoirs are full and igniter all cleaned up. Weg, 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 weg. Das ist natürlich blöd, dass wir da jetzt. Get down. It's gonna blow. Yes? Dass er uns da durch die Pack rausgenommen wird, ist extrem scheiße. I heard there were tigers in this area. Dieser Scout dort ist extrem gefährlich, auch wenn wir gerade punktetechnisch spielen. Es ist immer ein bisschen verwirrend, dass hier die sowjetische Flagge da steht, aber es ist. Es sind halt einfach die Alliierten. Das Spiel ist ja hauptsächlich. Oh, da ist noch ein Panzer gewesen. Ah, dass wir da jetzt den 76er verlieren, das war so nicht in der Planung. So, Ziel gesichert. 14 zu 10. Oh nee, was macht ihr? Bitte, bitte, bitte.
Er hat zum Glück den Scout hier nicht gesehen. Wir gucken mal, ob wir den Scout hier aufbekommen. Was ist das? Das ist ein Stuck. Get ready, boys. Moving the guns, sir. Ja, wir bräuchten hier jetzt eine Panzerabwehr. Wir haben halt nur keine mehr, weil wir eine verloren haben. Das ist extrem ärgerlich. Ready, sir. Enemy spotted. Weiterer LKW. Hey, ihr solltet eigentlich da hingehen. So, hier drüben. Da ist das, da ist der Scout. Feuer frei. Sehr schön. Yes, sir. Holen uns mal noch einen weiteren Scout hier hin. Squad, at your orders, sir. So, die gehen mal auf Jagen wieder trotzdem. So, hier haben wir jetzt einen. Yes, sir. Den Punkt wieder verloren. Trotzdem 13 zu 11 führen wir noch. Oh, da ist wieder ein Scout. Contact with enemies. Das ist ekelhaft. So, Contact with enemies. Hier war ja das Stück irgendwo. Enemy spotted. Engaging target. What are our orders, sir? Radio check red 1 through 6. Over. Komm, greif den an da. Der steht mitten auf der Freifläche. Kommt schon. Na, der erste Schuss fliegt. Und er ist raus. Okay, perfekt. So, was haben wir hier? Second platoon, let's go. Noch ein Scout. Open fire. Die Scouts sind im Moment das Gefährlichste. Setting up, sir. Da ist noch ein Panzer, wo wir nicht wissen, was es ist. So, wie weit müssen die noch ran? Immer noch außer Reichweite. Ready, sir. 100 Meter, was ist die Schussreichweite? Ich weiß gar nicht. Oh, Scheiße, komm, 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 Feuer frei, Feuer frei, Feuer frei. Jerry's dead. Sehr gut. Recon Team, ready. Ja, die, die Scout. Oh, Panzer 3L, interessant. So, kann er. 20 degrees left. Fire. Was machen die denn da? Seid ihr bescheuert? Die sind auf Feuer erwidern und schießen trotzdem. Okay, die schießen von da drüben, das ist ja noch okay. Okay, perfekt. At your order, sir. So, irgendwo ist ja noch ein Panther im Gebiet. Roger. Search and destroy. Wir haben den Panzer 3L ausgeschaltet. Das ist sehr gut. Trotzdem haben wir jetzt hier das Problem. Ah, ne, okay. Er zieht sich wieder zurück. Yes, durch die Zerstörung des Panzers. Wir lassen die mal hier stehen. So, der Scout geht mal bitte hier drüben rein. Second platoon, let's go. Hier haben wir einen weiteren Feindkontakt. Und verlieren auch hier wieder
den Punkt. Wir nehmen ihn auch direkt wieder ein, wenn wir die Panzer dahin bewegen. Also insgesamt 14 zu 10. Das ist das gleiche Spiel wie auch die... Was haben wir da? Panzer 3L. Steht doch der Panther dahinter. Yes, sir. Go back slowly. Der Granatwerfer ist sehr nervig. Und wir kriegen den aber im Moment auch nicht aufgeklärt. Yes. Wir brauchen hier mal noch einen Scout. Ah, wird schwierig. Sehr, sehr offene Karte. Das spielt natürlich den Panzern so ein bisschen rein, aber den da aufzuklären... Wir könnten natürlich jetzt mal mit der Artillerie hier anfangen zu arbeiten. Die Mörser da mal reinzuholen. Das Ganze war ja ungefähr hier. Wieder ein Ziel verloren, trotzdem noch 14 zu 10. Ja, beziehungsweise geht mal dahin. Nein, du natürlich. Du nicht. Warum du wieder markiert wurdest, ich habe keine Ahnung. So, fahrt mal bitte dort in Deckung. So, hier oben. Oh, oh, hoffentlich fangen die jetzt hier nicht an zu schießen. Yes, sir. Second platoon, let's go. Was ist das? Das ist ein Panzer 3L. Die sind relativ harmlos. Schnuckliche kleine Dinger, aber kommt noch einer. If there are crocs out there, we'll find them. Machen wir zum Zweifelsfall erstmal nur. Die scheinen ja nur vorbeizurollen. Die wissen nicht, dass wir da sind. Okay, das ist unser Team 0. Und Team 0 schießt jetzt bitte mal hier auf diese Position. So, wir bräuchten halt noch einen Scout. Beziehungsweise... von wo kommt der jetzt reingefahren? Da kommt der reingefahren. So, die schießen gleich. Enemy spotted. Ja, das sind die Panzer. This war will be over by Christmas. Na, over by Christmas glaube ich nicht. Second platoon, let's go. Squad, now your orders, sir. Contact with enemies. Was haben wir dort? Ein Scout. So, bewegt euch mal. Nicht, dass ihr gecountert werdet. So, der Scout kann mal bitte angegriffen werden. Was haben wir hier? Noch mehr Artillerie. Hier sind die Panzer, die jetzt hier einfach rumstehen. Das ist natürlich bescheuert. Ammo check, everybody. Second platoon, let's go. Warte mal, wir bewegen die mal alle. Was ist mit dir eigentlich? Feuer erwidern. Warum hat er das Symbol nicht? Danke. So, wir bewegen ihn da rein. Jetzt bewegen sie sich wieder weg. Der Offizier bleibt natürlich in Reichweite. So, Phase B ist gestartet. Jetzt verlegen wir doch die Infanterie und... In dem Moment, jetzt bleiben sie wieder stehen. Oder ne, sie fahren weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Shermans da irgendwas machen können.
Okay, Panzer. Okay, hier wird gekämpft. Das ist schon mal gut. Wir greifen weiter den Scouter an. Die bitte Angriff auf die Position hier. Ihr seht schon, also die beiden Shermans hier haben massive Probleme. So, wir brauchen noch eine Panzerabwehr. Dafür holen wir uns eine Wolverine. Geht mal bitte dahin. Wir brauchen hier auf jeden Fall was mit Bums. Und vor allen Dingen was zum Reparieren. Na, daran sehen wir schon. Die Deutschen sind halt einfach, was Panzertechnik angeht, deutlich überlegen. Aber wir haben uns hier die Punkte geholt. Das ist schon mal gut. 15 zu 9 also für uns. Alles in Ordnung. Wir müssen uns erstmal keine weiteren Sorgen machen, außer dass wir jetzt hier eine Panzerabwehr halten. Ja, kommt jetzt direkt auf uns zugefahren. So, der LKW bitte mal schnell bewegen hier, damit das Getriebe von dem repariert wird. Hier drüben werde ich erstmal nicht weiter aktiv werden. So, die Panzer dort. Okay. Es geht wieder los. Auf wen schießen die denn? Auf den? Ach nee, auf den da drüben. Okay. Okay, wir haben einen zerstört, aber mal auch einen Sherman verloren. Die 76mm war da wohl gespottet. Wir verlegen unsere Artis. So, Angriff. Ja, jetzt können wir sie von zwei Seiten hier in die Mangel nehmen. Sehr schön. So, wir gucken mal, dass wir mehr Artillerie hier ranführen. So, was haben wir denn hier? Noch mehr Panzer, die jetzt hier zum Spielen kommen. Den kriegen wir auf jeden Fall easy going raus. Das ist kein Problem. Der haut ab. So, die Mörser greifen den Versorgungs-LKW an. Die hier unten werden Team 9. Und fahren bitte erstmal hier hin. Kommt der Panzer zurück? Also auf jeden Fall zu weit weg. Eigentlich ganz gut, so wie es gerade läuft. Der Panzer hier hat natürlich
scheinbar den Braten gerochen und ist, Enemy nearby. Protect the gun. Okay, hat er sich verlegt? Das könnte so ausgesehen haben. Ziel verloren. Welches denn? Das hier. Okay, er pusht also wieder hier rein. So, können wir die schon angreifen? Team 9. Okay, dann versuch's mal von da hinten. So, hier kommt jetzt ein Halbkettenfahrzeug. Zwei Halbkettenfahrzeuge. Die werden wir jetzt schön mit unseren Panzerfäusten da rausnehmen. So, zurück. Erstmal in den Wald rein, damit der Panzer nicht auf uns schießen kann. So, das Ding da drüben geht raus. Da steht aber noch mehr. Naja, wir verlieren den Sherman dort. Können wir den LKW rausnehmen? Yes. Okay, das war schon mal gut. Nichtsdestotrotz steht hier irgendwo noch dieser Panther, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Und das ist natürlich ein ziemliches Problem für uns. Und geil wäre es, wenn wir hier irgendwie einen Scout irgendwo reinkriegen. Und der Panzer hier ist natürlich auch ein Problem für uns. Können wir den irgendwie mit einer Wolverine... Aber wir holen uns mal zwei. Das Coole ist an den mobilen Artis, dass man sie wunderbar eigentlich immer wieder verlegen kann. So, hier ist wieder ein Halbkettenfahrzeug. Das können wir unter Feuer nehmen. Das können die Kollegen machen. Okay, wir fahren wieder zurück. In den Wald rein. Damit sollten wir eigentlich den Punkt ja wieder bekommen. Ja, die Frontlinie verschiebt sich wieder. Genau, damit ist jetzt 15 zu 9. Problem ist halt immer noch dieser Panzer dort. Oh ja, jetzt kommen die besseren. So, Flugzeuge will ich im Moment nicht reinholen. Wir können uns aber schon mal mit Flugabwehr so ein bisschen dagegen wappnen. Dass wir erstmal die Flugabwehr holen und dann die Flugzeuge. Ready to fire. Da ist wieder ein Opel Blitz. Den werden wir unter Feuer nehmen. Versorgungsfahrzeuge sind immer wichtig, wenn wir die wegnehmen. Der steht da auch mitten auf der Freifläche. Yes. Interessant, dass es unsere Pack nicht drauf schießen will. So, hier kommt ein Halbketten-Scout wieder. Artillery at your orders. We're rolling. Nice shooting, Gunner. Blöd ist natürlich jetzt, dass die waren 100 pro offen. Aber er geht trotzdem raus. Okay, Team 0. Bitte mal schnell hier hoch. Nicht, dass da jetzt ein Counter von deren Arti kommt. So, die Shermans hier, die bewegen sich mal bitte hier in den Wald rein. Und wir holen uns mal noch einen Scout mit dazu. So, da kommt jetzt ein Panzer 4 Führung. Okay, der wird jetzt schon ein bisschen knackiger für uns. So, unter volles Feuer nehmen. Schütze außer Gefecht ist schon mal gut. Alles, was da ist, kann es auf den schießen. Geil, wir können den rausnehmen. Und ihr geht bitte hier in den Wald rein. Sehr schön. Na, er macht Fehler. Er macht sehr komische Fehler vor allen Dingen. Wir bewegen uns jetzt mal mit dem hier in den Wald rein, um zu gucken, ob wir irgendwie diesen Panther aufkriegen. Insgesamt sieht es aber... Ach, guck mal da. Okay. Das war natürlich jetzt richtig geile Aktion. Ich weiß nicht, was der da
Den wollten wir eigentlich nach drüben hin haben. Warum er jetzt wieder auf schnell bewegen gegangen ist, ich habe keine Ahnung. Das war natürlich jetzt Kacke. Ach, das sind die Flaks, Entschuldigung. Stuck 3G. Oh. Jagdpanzer 4. Wir ziehen uns mit dem Sherman erstmal zurück. So, jetzt muss man natürlich nochmal einen Scout holen. Ach, okay, der Jagdpanzer nimmt uns da den... So, von wo kommt der Scout jetzt reingefahren? Okay, der fährt jetzt so, wie ich wirklich haben will. Das ist schon mal gut. So, der Scout geht mal bitte ein bisschen weiter vor. Dahin, damit er auch wirklich gut spotten kann. So, die sind auf dem Weg. Hier oben steht immer noch der Panzer, aber wir können jetzt endlich den Panzer da angreifen. So, guck mal hier. Sehr schön. Rückzug. Shut up and listen to the captain. On the mark. Squad, at your order, sir. So, okay, die Shermans bleiben hier als Unterstützung. Wir versuchen da den Jagdpanzer jetzt anzugreifen mit unseren Bazookas. Panzerführung ausgeschaltet. Sehr schön. Sehr gut. Super Job da drüben. So, und jetzt gucken wir hier, was wir finden können. Oh, die Null braucht Versorgung. So, mal gucken, was wir hier finden. So, da geht der Panzer 4 raus, der Jagdpanzer 4. Sehr gut. So, hier haben wir noch so ein Halbkettenfahrzeug. Das wird von der Pack angegriffen. Na komm schon, Feuer, 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 Feuer. Scheiße. Okay. So, kommt schon. Kommt schon, Feuer frei mit euren Bazookas. Yes, sehr gut. Zurück, zurück, zurück. So. Jetzt kommen sie hier durch die Mitte. Ja, hier die Mitte bespielen sie jetzt ganz gut. Haben wir hier noch... Ne, haben wir nicht. Haben wir den Recon da noch stehen. Da wird jemand angegriffen. Wir müssen mit denen mal hier am Waldlangrand, um hier gegebenenfalls zu spotten, um die Panzer richtig einsetzen zu können. So, die Wolverine nimmt das Stück unter Feuer. Keine Chance. Okay, keine Chance. Wir gucken mal, dass wir...
die Panzer mit der besseren Durchschlagskraft ranholen. Second platoon ready, sir. Target neutralized. We got a man down. Button up. We're engaging. Nee, fahrt mal bitte zurück. Da fehlt das Spotting. Hier oben steht irgendwo was. At your orders. I have nothing else planned for this afternoon. We've got contact. Na, guck mal da. Let's go and look for Jerry. Schicken die mal nach vorne. Hier haben wir jetzt den Punkt verloren. Das ist aber egal, wir führen immer noch 15 zu 9. Das Problem ist eigentlich gerade hier die Freifläche. Aim small, miss small. So, wir greifen hier das MG42 an. Mit allem, was wir haben. Gut, die gehen raus. So, die hier führen wir ran, um hier das Halbkettenfahrzeug anzugreifen. Das sollte eigentlich kein Problem für uns sein. Da stehen genug Panzer, die feuern können. Jo, wir greifen das hier auch noch gleich an. So, die hier gehen auf... Genau. So, die Halbkettenfahrzeuge greifen die an. Die Panzer kommen hinterher. Hier oben haben wir wieder ein Halbkettenfahrzeug ausgestellt. Die Panzer greifen das Halbkettenfahrzeug an. Das müsste eigentlich auch gleich rausgehen. Yes. So, was kriegen wir denn jetzt hier? Ah ja, Führungsfahrzeuge. So, da kommt noch ein Führungspanzer. Die haben keine Bazookas mehr. Das ist natürlich scheiße. Das heißt, die führen wir erstmal zurück. So, Panzer 4H ist natürlich mit Bazookas immer so ein Problem. Aber er zeigt uns die Front. Damit ist es einfach. Damit geht auch der Befehlspanzer raus. Wir greifen die hier an. Die 9 haut da auch noch mit rein. Und wir rücken hier auf jeden Fall nach. Kommt schon, jagen hier an den Waldrand. Second Platoon, ready, sir. So, ihr in die Häuser rein, damit ihr vor dem MG sicher seid. Hier steht, glaube ich, noch ein Stück, aber wir haben es eh gleich geschafft. We're under fire. I am in charge here. Wir schicken die Panzer mal noch nach vorne. Genau, da ist das Stück. Ready to fire, sir. I'll lead the attack myself. Medic. Feuer frei. Sehr schön. Und dann bitte noch einfach auf Jagen in die Richtung gehen. Aber wir haben es eh gleich geschafft. 12 Sekunden noch. Da ist noch ein Panzer. Können wir den unter Feuer nehmen? Das ist der Jagdpanzer 4. Unsere Mörser sind schon dabei, den zu bewirken. Und damit haben wir gewonnen. Sehr schön. Eine schöne Runde. War auch jetzt gar nicht so passiv von der KI. Aber wie immer, wenn man die Spielmechaniken gut kennt, dann ist das kein großes Problem. Wir sehen auch 1585 Kills gegen 435. Ich hatte dann wohl was anderes in Erinnerung. Vielleicht kriegt er die Panther aber auch erst im späteren Verlauf, wobei wir jetzt mittlerweile auch schon in Phase C angekommen waren. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, um kein Folgevideo mehr zu verpassen. Wenn ihr Steel Division 2 selber spielen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach günstigen Gelegenheiten für eines der vielen DLCs für Steel Division seid, dann schaut gerne in die Videobeschreibung beziehungsweise ins erste angepinnte Kommentar. Bei meinem Partnershop Games Planet gibt es die Steam Keys in der Regel immer etwas günstiger als bei Steam direkt. Am Ende noch mein Dank an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Iron Dalk, Synam und Thomas. Und wir sehen uns damit wieder bei einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.